Keine Zombies? Da hinten. Wenn ich schon vom Teufel rede. Wir haben Pfeile. Ich bin pfeilevoll. Okay, was haben wir hier? Bisschen Gedöns. Wir haben hier so ein Blüher, Blumer. So ein Gedöns. Ist halt die Frage, wie machen wir das jetzt am effektivsten? Instinktiv würde ich jetzt wieder zum Bogen greifen. Ach, das sind 124, ich dachte schon, das sind 24, gut. Oh, shit. Okay. Versuchen wir mal zu erledigen, was wir erledigen können. Warte. Arschloch. Ey, nicht solche Ausdrücke. Warte. Okay. Kann leider nicht sehen, ob ich da mein Ziel treffe. Okay. Dann ist der Dicke. Der hat mal einen Pfeil hinterlassen, das finde ich super. Meistens glaube ich, wenn ich meinen Gegner auch sofort damit töte mit dem Pfeil, ich glaube, dann darf ich auch meinen Pfeil behalten. Und das wird immer nicht fair. Okay. Vielleicht können wir den Dicken einfach umgehen, ohne dass ich ihn töten muss. Da haben wir aber einen Klicker. Was mir nicht so toll gefällt. Okay. Haben das die anderen mitgekriegt? Ich glaube nicht. Na, dann ist ja gut. Na, und auch hier wieder ein Pfeil. Der Pfeil, der mein Ziel getötet hat, darf ich behalten. Oh. Flammenwerfermunition. Sehr gerne. Haben wir hier denn noch irgendwie Gegner? Ja, da hinten jede Menge. Ist ja unschön. Shit. Lass mal hier reingehen. Oh mein Gott. Das sind so viele. Ja, komm rein. Einfach weitermachen. Oh Gott, da sind ja auch noch welche. Okay. Ich war's nicht. Ich war's schon wieder nicht. Einer ist aber noch. Okay. Es läuft. Es läuft sogar sehr gut eigentlich. Einfach mal Zeit lassen beim Zielen und dann klappt das auch mit den Nachbarn. Okay, hier kriegt kein Pfeil. Da habe ich keinen Gegner, das ist gut. Hier habe ich einen Pfeil. Okay, wenigstens ein Pfeil. Okay, sagen wir, die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn ich mein Ziel getroffen habe, da ich mein Ziel auch da ich meinen Pfeil behalten darf. So, alles mitnehmen. Muss ich vielleicht nochmal irgendwie was herstellen? Ich glaube ja. Warte mal. Da haben wir hier austauschen gegen das hier. Kann ich mal vielleicht nachladen. Könnte ich zur Not nochmal Munition einsammeln. So. Ich muss nichts herstellen. Okay. Kann ich da durch? Nein. Ist da irgendwas? Muss ich da überhaupt lang? Ah ne, das ist... Oder? Doch, das ist hier, wo ich gerade die Peppos getötet habe.
Das heißt, wir müssen jetzt mehr oder weniger hier lang. Uns ganz leise bewegen. Bleib hier. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn da durchkommen? Am besten erstmal, indem ich die die Flaschen hier nicht umschmeiße. Ach du Scheiße. Zwei von dem Bloater. Bloater war doch jetzt richtig, ne? Alles mitnehmen, was hier liegt. Okay, jetzt wird's wieder ätzend. Mieses Arschloch. Irgendwo ein Pfeil? Nein. Okay, das könnte echt böse werden. Hat er nicht gehört? Ist da noch vier? Zum Glück nicht. Oh shit. Der scheiß Bloater hier. Jetzt habe ich wirklich den Namen gelernt. Sind die denn auch geräuschempfindlich? Ja. Okay. Ellie, komm. Oder Ellie, lauf, je nachdem. Das sind mir zu viele, um gegen die alle zu kämpfen. Die Kiste wäre ein guter Tritt. Psst. Ellie, geh da hoch und stoß die Kiste runter. Oh, mach das doch nicht so laut. Kannst du auch einfach mal flüstern. Ich glaube, das Kiste runterstoßen könnte ein bisschen laut werden. Allein das macht schon so viel Krach. Shit. Was? Du musst da hoch, komm, hoch da. Ellie, lauf! Ellie, lauf! Alles klar, ich glaube, hier kriegen sie es. Wo sie da hinten noch rumschreien, sonst was. Aber eigentlich müsste ich ja jetzt die Pollen abgekriegt haben und ich müsste jetzt infiziert sein. Pass auf hier, das Wasser scheint tief zu sein. Hier nicht so. Was denn? Na klar doch. Wehe, wenn nicht. Ich komme da nicht dran. Was? Wo? Ich hab dir noch gar nicht gesagt, wo du rankommen sollst. Hm. Soll ich jetzt hier irgendwo unten durch, oder? Muss ich wieder von irgendwo eine Palette mitnehmen? Oder? Hm. Was sagt denn die Unterwasserwelt hier? Aha. Aha, das sagt die Unterwasserwelt. Die sagt also blub. Ist in Ordnung. Ich bin jetzt drüben. Psst. Okay, Moment. Die Leiter. Welche Leiter? Ach, die da drin ist, ne? Ich finde das aber auch sehr gefährlich, wenn er jetzt einfach, ne, irgendwo auftaucht und sagt, ich bin jetzt da drüben! Ohne genau zu wissen, was eventuell hier in der Nähe ist. So, da. Okay, dokeli. Setzen wir die gleich hier mal ab. Zack.
Dann können wir hier lang. Für weiteres Voranschreiten. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Aha. Hier ist noch einer. Noch ein Comic. Katalyse. Schön. Wunderschön. Ich glaube, wir haben eh nicht... Es ist eisig. Ich glaube, wir haben eh nicht alle Comics gefunden, aber sie wird sich ein bisschen darüber freuen. Hoffe ich zumindest. Und wenn nicht, ja, dann weiß ich auch nicht. Okay, was haben wir hier? Guckst du dir erstmal alles ganz genau an. Ich kenne das ja schon. Was haben wir hier? Munition für den Revolver. Revolver ist voll. Muss ich auch nicht nachladen, gar nichts. Okay. Und noch eine versperrte Tür. Wie kriege ich die denn auf? Ist doch eigentlich nur... Ach so, auf der anderen Seite hängt da so ein Werkzeug dazwischen. Hm. Also was tun. Muss ich hier vielleicht irgendwie unten durchtauchen oder so? Was liegt denn da eigentlich im Wasser? Liegt da überhaupt irgendwas? Ne, es sah nur von oben so aus. Es würde da irgendwie hell was aufleuchten. Aber dem war nicht so. Ja, Elli, hast du eine Idee, was wir jetzt machen? Da. Aha. Okay. Hier mit dem Fuß. Okay. Na komm. Keine Angst, der Fuß muss nicht in kleine Häppchen geschnitten werden. Oh, das hätte was sein sollen. Oh, shit. Warte. Schon gute Idee, Flammenwerfer raufhalten. Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Ich meine, es hat funktioniert, aber eigentlich ist es gefährlich. Ich habe einen Klicker überhaupt nicht gesehen. Was war denn? Naja, Hauptsache es ist weg. So, hier kann ich nochmal meine Waffen modifizieren. Was haben wir denn? Ich habe ja jetzt hier Level 4. Ich würde eigentlich gern Magazinkapazität hier von Schrotflinten oder sowas erhöhen. Oder auch von den Dingen hier. Generell mehr Munition ist eigentlich nicht verkehrt. Ich will zwar überall hier noch ein paar Waffen nachladen, aber was soll's. Das muss, das muss. Sehr schön. Da zum Beispiel. Auch nachladen. Und haben wir noch. Das hier. Einmal nachladen. Was noch? Halt einfach nur, damit wir weitere Munition halt mittragen können. Deswegen. Okay, das ist das. Dann, ja gut, das lassen wir mal. Hier mal nachladen, bitte. Sehr schön. Und... ja, da kann ich auch nochmal eine Kugel reinpacken. Wie auch immer das funktioniert, dass die da das so werkeln können, dass sie mehr Munition reinpacken können. Wie auch immer das physikalisch halt funktionieren kann. Kopf runter. Ja, ich gehe mal hier lang, ne? Ah, wieder mal eine Tür mit Messer. Das sind davon einfach viel zu wenig. Pflanzen wins. Okay. 10 Medikamente. Volle Taschen. Bin auch nicht mehr so ganz im Leben. Oh, da kann ich jetzt hier meinen Bogen mal wieder eben schnell anlegen. So. Dann nehme ich wieder 3 Pfeile. Kann man machen, muss man nicht. Auch noch mehr Zeug. Das heißt, ich könnte jetzt noch mehr skillen. Muss ich auch wieder zurücklaufen.